Oh Leute, Update. Was haben wir denn hier? Aha, aha, wir haben es uns eben schon angeschaut. Anubis rein, das 2 raus. Weiß ich jetzt nicht. AWP-Magazin von 10 auf 5 ist irgendwie ein Marginal, also das ist ja eigentlich gar nichts, das ist halt so, also das stört mich null. Und ja, der Range Modifier ist halt runtergestellt worden. Also Gretel meinte, es wurde Zeit, dass das passiert. Ich sage, komm, ja, warum nicht? Mich stört es nicht wirklich großartig. Ja, kleines Update mit vielleicht einem gewissen Impact, weil halt dann doch viele sagen, aber an und für sich... Ja, dass das 2 raus ist, das ist eine Sache, die vielleicht ein bisschen mehr brennt. Auch wenn das 2 schon immer so die Keck-Map ist, jeder spielt sie trotzdem, kann sie, spielt sie auch mittelmäßig gerne. Also das 2 raus, tut ein bisschen weh. Für Matchmaking-Spieler natürlich vollkommen unrelevant, aber für E-Sport-Leute schon wichtig, ne? Man wird sehen, wie wenig Schaden das dann im Spiel ist. Genau, Gretel. So, da noch immer Crapsy's Glow. Warte kurz, Saikusa, willst du vielleicht noch was fürs Video schreiben? Ich bin gerade in der Aufnahme. Würde auch sagen, wenn man die 35... Sollte man nicht spielen. Aber endlich ist die AWP mal realistisch zum Originalmodell mit 5 Schuss. Das stimmt, ja, das ist doch nur so ein kleiner Clip und die Dinger sind auch recht fett. Also da so ein Teil drin zu haben, schon insane. Saikusa, letztes Wort. Gut, dann halt nicht. Ja, so viel zum Thema CSGO-Update vom 18.11. Und von Saikusa, hallo YouTube, CS ist total cool. Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.